Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Quintdeckschmiede. Ja, die Erweiterung Krallen und Dolche, was Krallen und Dolche? Ich weiß es nicht mehr. Ist endlich gedroppt. Wir haben die neuen Karten. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten Tage erstmal uns die Fraktion angucken. Die Reihenfolge ist Skelliger, danach kommen Squirtell, Monster, Syndikat, Nilfgaard, Nördliche Königreiche. Das war die Reihenfolge, die ihr bestimmt habt quasi. Das heißt, wir fangen mit dem Skellige-Deck an. Wir werden am Anfang, das sage ich direkt, das werde ich auch tausendmal sagen, wir werden am Anfang jede Karte in diesem Deck einmal ausprobieren. Und wir werden auf Max-Greedy-Decks gehen. Das heißt, diese Decks sind nicht die Decks, die in der Meta oder zukünftig wahrscheinlich besonders gut sein werden. Wir probieren einfach das Maximum irgendwie am Anfang an diesen Karten rauszuholen. Das kannst du wirklich nur, wenn eine Erweiterung gedroppt ist, die Leute noch rumexperimentieren. Spätestens 1 bis 2 Wochen, wenn sich da die Meta gesetzt hat, wenn Leute wissen, was gut ist, dann wird nur noch das gerannt. Ne? Und Decks, die eigentlich gut sind, die werden komplett vergessen. Dann wird sich auf Reddit beschwert, dass zu wenig Deckvarietät beherrscht, dass man überhaupt nichts spielen kann, dass die jeweiligen Karten zu stark sind. Und dabei gibt es im Verborgenen noch immer versteckte Geheimnisse, sowas wie Kultisten oder so. Sowas wie Meeresgelege, was wir seit langer Zeit hatten, aber was ich nie wirklich in Aktion gesehen habe. Und die Leute funktionieren sich nur auf die Meta. Und wir werden immer eine Meta haben. Das ist unabdingbar. Das ist die erste Regel bei Kartenspielen. Das ist genau wie im Fight Club. Es gibt nur eine Regel im Fight Club. Es gibt keine Regeln. Beim Kartenspielen ist es die erste Regel. In Kartenspielen ist es, gibt immer eine Meta. Egal welches Kartenspiel. Okay. Fangen wir an mit Skellige. Wir haben Bestien Regensupport bekommen. Die neuen Karten, wir haben den Kraken bekommen, wir haben Kelpie bekommen und ich muss wirklich sagen, Kelpie ist Kelpie ist ein absoluter Traum. Ich liebe diese Karte nach dem ersten Tag. Es war am ersten Tag meine favorisierte Karte. Warum wir die in Spielen sehen, das Ding kann unfassbar viele Punkte machen. Wir haben Anglerfische bekommen. Anglerfische war ich am Anfang, konnte ich schwer einschätzen. Mittlerweile Anglerfisch ist eine extrem sicke Karte. Es ist einfach ein Bruchholz für 5 Rekrutierungskosten. In einem Regendeck wirst du nicht die Probleme haben, diese Karte aus dem Deck rauszuholen. Und wenn du genug Regen spawnst, hast du einfach 2-mal noch einen zusätzlichen Bruchholz. Zusammen mit Bruchholz und Plötze, die wir sowieso in diesem Deck drin haben, haben wir in der ersten Runde schon alleine, was aus dem Deck rauskommt, 13 Punkte. Das ist eine komplette Karte, die wir nur mit diesen zusätzlichen Anglerfischen haben. Also absolute geile Karte auch. Und wir haben Seeschlange. Seeschlange, ich habe nur eine in diesem Deck drin. Ich habe überlegt, ob ich sie 2-mal spiele, aber wir mussten ein bisschen mit den Rekrutierungskosten rumfuschen. Seeschlange ist auch eine ziemlich gute Karte, wenn man wirklich eine lange Runde spielt. Also wir haben eine Seeschlange ausgespielt, die hat uns 14 Punkte gebracht oder so. Seeschlange kann enorm viele Punkte machen für eine 5er-Kost-Rekrutierungskost-Karte. Und wenn Regenskellige wirklich in der ersten Runde ziemlich häufig gewinnt, kann Seeschlange sogar für die letzte Runde eine sehr geile Karte sein. Man könnte 2 durchaus davon spielen. Die Sache ist, wenn man in der ersten Runde gewinnt, ne? Weil auf Teufel komm raus, die Gegner werden versuchen, die erste Runde gewinnen. Keiner will eine lange Runde gegen Meeresgelege spielen. Änderungen, die wir bekommen haben, zumindest eine, die wir in diesem Deck spielen, ist die verderbte Flamenca. Für jede einzigartige Bestie auf dem Friedhof verbessert sich diese Karte um 2 Punkte. Verderbte Flamenca ist extrem stark, weil sie ist vielleicht sogar noch in einer ganz kurzen Runde, wenn man alles optimal geschafft hat, stärker als ein Gord damals war. Man kann mit ihr, wie viele einzigartige Bestien haben wir? Es werden nicht alle auf dem Friedhof sein, aber wir haben eine mit Fuku, wir haben Kraken, wir haben Melusine, das sind 3, Plötze, Kelpie, das sind schon 5, Bruchholz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 einzigartige Bestien, die könnte sich um 24 Punkte verbessern. Das heißt, sie könnte ein 28 Punkte Finisher sein. Ich sag mal, man wird nicht alle Karten auf dem Friedhof haben. Aber deswegen spielen wir auch vielleicht so Karten nochmal wie Möwe, die relativ leicht auf dem Friedhof kommt, indem wir einfach eine Karte anschießen und dann haben wir eine Möwe auf dem Friedhof. Ne? Und der Gegner macht eine Möwe kaputt. Von daher, Möwe ist extrem stark. Wir haben zumindest Plötze, Bruchholz, Anglerfisch. Das sind schon mal 3. Das heißt, verderbte Flamenca kann am Ende wirklich ein extrem sicker Finisher sein. Die Karte, die mir am meisten gefallen hat für diesen neuen Kartendrop, ist Kelpie. Kelpie in dem Deck sorgt er für 5 Runden Regen. Das sind alleine schon 10 Punkte. Und immer wenn der Gegner Steine durch Regen oder Strom Schaden erleidet, verbessern wir eine zufällige, nicht verbesserte, verbündete Bestie um 1 Punkt. Kelpie bufft sich nicht selber. Ich glaube, im Englischen war das sogar geschrieben, aber im Deutschen steht das nicht drin. Es gibt noch ein paar Übersetzungsfehler. Das werden wir morgen bei Squirtell sehen. Kelpie kann aber unfassbar viele Punkte machen. Und der Vorteil ist, wenn unser Gegner ein Eichhörnchen spielt und sagt, okay, Ryogan, den möchte ich nicht auf dem Friedhof haben. Eichhörnchen wird vielleicht sowieso ein bisschen häufiger gespielt werden, weil jede Fraktion hat mittlerweile eine Karte, die auf dem Friedhof kommt, die sie aus dem Friedhof rausholen will. Sei es jetzt vielleicht bei Skellige gibt es ein paar mehr. Eichhörnchen war davor schon gut. Eichhörnchen werden wir wahrscheinlich häufiger sehen.
wenn er Ryugan entfernt, wir können einfach einen Kelpie wiederbeleben. Und Kelpie gibt uns nochmal diese 5 Runden Regen. Ja? Und dann können wir den Melusine wiederbeleben. Also alles in allem relativ dicke Punkte. Was will das Deck machen? Das Deck will Regen spawnen. Karten, Kultisten, wir haben kleine Hafre, wir haben Tränen der Sirene, die übrigens auch noch eine Sirene, eine Bestie spawnen, was für Kelpie ganz gut sein kann. Wir haben Karten wie Melusine, wir wollen dem Gegner halt Regen und das Feld setzen. Holen in der ersten Runde Plötze, Bruchhold, Anglerfische raus und vielleicht noch einen Boten des Meeres, den wir in der letzten Runde wiederbeleben können und machen so unsere Punkte und zwingen den Gegner in die Knie. Und dann wollen wir eine möglichst lange Runde haben. In der langen Runde wollen wir genau dasselbe machen. Wir wollen viel Regen setzen, wir wollen unsere Boten des Meeres hochbuffen, wir wollen mit dem Kraken möglichst viel in eine Reihe ziehen, wollen dann quasi nochmal Sturm in einer Reihe auslösen und den Kraken ganz am Ende können wir mit einer Seeschlange vielleicht noch wegschießen, wenn der Gegner diese Karte nicht verbessert. Ne? Ich habe jetzt nicht so viel auf den Kraken gesetzt. Das ist das, was der Deck in der langen Runde machen will. Am besten mit 2 Booten des Meeres auf dem Feld und dann Punkte, Punkte, Punkte. Ihr werdet im Spiel sehen, wie es optimal laufen kann, wenn der Gegner uns nichts wegnimmt. Dann kann das Deck bis zu 150 oder mehr Punkte machen. Das ist sick. Allerdings, das große Problem an diesem Deck ist einfach die Kontrolle. Wir haben, da wir sehr greedy sind, wir haben keinen Verteidiger in diesem Deck. Das heißt, Booten des Meeres sind angreifbar. Wenn der Gegner halbwegs Tollpanne spielt, kann er uns die Karten wegnehmen. Ja. Wenn er die Boten des Meeres aufhält, bevor sie groß werden, kann er uns natürlich angreifen. Klar, wir machen immer noch anders Punkte, aber dieses Deck kann tatsächlich kontrolliert werden. Blockieren oder so kann auch immer relativ schlimm sein. Und wenn wir dann sowas wie den Kraken nicht erreichen, ist es natürlich, kann problematisch sein. Und es gibt Decks, die können uns wirklich punktetechnisch immer noch abziehen, weil sie vielleicht nicht viele Einheiten spielen, aber mit den Einheiten, die sie spielen, extrem viele Punkte machen. Das werdet ihr auch sehen. Also es ist nicht der All-Around-Beater. Aber Meeresgelliger ist stark, kann momentan relativ gut gespielt werden. Und diese neue Bestienvariante, wir werden an dem Deck wahrscheinlich noch ein bisschen rumfeilen. Also wie gesagt, Krake ist wahrscheinlich eine Karte, die wird in Zukunft rausfliegen. Ich hätte dafür Boten des Meeres und Fulmer vielleicht wieder ganz gerne drin, weil das sind 2 sehr starke Karten. Wir werden Kelpie vielleicht ein bisschen reduzieren, wir werden vielleicht sowas wie eine Möwe rausnehmen. Also wir können ja bis zu 3 Bestien rausnehmen und können das dann so spielen. Das ist das Beste, was wir machen können, aber für den Anfang, wir haben alles mal ausprobiert und die Karten sind wirklich geil. Viel Spaß bei den Runden. Bis zum nächsten Mal, haut da rein und ciao. Achso, und es kann sein, dass übrigens die Deckliste unten nicht funktioniert, weil momentan Krakendecks kann man nicht teilen. Krakendecks, ich habe jetzt rechts was eingefügt, klar, aber das ist auch mehr so ein Schnipselei. Krakendecks gehen leider nicht zu teilen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ist leider relativ doof. Das heißt, ihr müsst euch die Deckliste so hier, wie sie rechts abgebildet ist, mal abposten dann. Ich kann euch leider keinen Decklink geben. Ja. Aber gut, viel Spaß beim Runden, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann haut da rein und ciao. Partner morgen eine Raserei. Mehr Sirenen, da haben wir was für Kelpie zum Buffen. Okay, wir haben Melusine. Wir haben eine Meeresschlange. Meeresschlange würde ich ganz gerne behalten. Fuku. Eichhörnchen, denke ich, können wir ablegen. Anglerfisch kommt auf jeden Fall ins Deck. Hear my prayer. Fill me with strength. Okay, wir spielen unseren in der hinteren Reihe aus. Weil dann kriegt seiner schon mal keinen Effekt. Aber unsere auch nicht. Ah, komm. Jetzt wird getrommelt. Jetzt kommen die Bestien. Motherfucker. Eichhörnchen müssen wir wahrscheinlich ein bisschen häufiger mit rechnen. Okay. Wir aktuellen einmal Melusine. Dann spiele ich hier im Boten des Meeres. Boah, Junge, Alter. 4 Karten im Deck weniger. Das ist ein Tempo.
Okay, machen wir es so. Das sind Punkte. Meeresmonster gegen skellige Krieger für den ultimativen Kampf im Bossoli-Tresorraum. Nein, nicht den! Okay. Frage ist, will ich Kelpie benutzen? Kelpie kann extrem viele Punkte machen. Kelpie wäre natürlich, aber wir haben unseren Ryugan halt schon verloren, also benutze ich Kelpie jetzt. Okay, die Frage ist, will ich jetzt eher eine längere Runde oder will ich eine kürzere Runde? Ich meine, wir haben Boten des Meeres, wir haben Kraken. Verderbte Flamingo kann trotzdem ganz gut sein. Ich glaube eher, ich will eine längere Runde haben. Okay, wir können eine Karte ausspielen. Damit kann ich mir ein Boot des Meeres rausholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Boote des Meeres nur nächste Runde schon ziehen, ist relativ hoch. Ich würde vielleicht ganz gerne noch... Aber Eichhörnchen bringt mir momentan nicht viel. Lege ich einfach eine kleine Hafra ab, aber ich will den Regen schon haben. Ich glaube, wir spielen einfach Fürstlichen Erlass. Und holen uns ein Eichhörnchen raus. Weil wir es nächste Runde wahrscheinlich eh nicht brauchen. Und ich nehme ihm mal eine Korall weg. Ja, längere Runden sind echt vorteilhafter für uns. Ah, wir haben aber auch Even gewonnen. Wir haben auf Even gewonnen. Ich meine, wir könnten einen Push machen und mit verderbter Flaminka. Doch, das wird mir eigentlich gefallen. Oder wir passen und holen uns einen Kartenvorteil auf einer langen Runde. Ja, machen wir so. Das kann man alles anklicken. Kein Pferd. Kein Schatz. Da oben ist eine Schatzkiste. Hier kann man ein bisschen in den Münzen rumklicken. Ah, die Münzen kann man so ein bisschen auffüllen. Mit dem Goldpferd geht leider nichts. Ja, Krake ist für eine lange Runde eigentlich. Okay, was wollen wir noch haben? Ein Wiederbeleben wäre vielleicht noch ganz nett. Setz dich Wiederbeleben über den Kultisten. Ich meine, wir können auch einen Kultisten wiederbeleben. So ist es ja nicht. Okay, die Frage ist, ob er was gegen Melusine hat. Ich könnte natürlich mit Regen anfangen, aber das wird bei der Karte nicht sehr viel helfen. Fange ich direkt mit Melusine an? Ja, ich fange direkt mit Melusine an.
Okay, es kommt wahrscheinlich ein Ansturm des Meisters. Der uns Melusine direkt weghaut. Ein Olgiat. Okay, jetzt haben wir das Besondere. Wir können Fuku ausspielen. Mit Fuku holen wir uns einfach Kelpie. Jetzt haben wir da schon mal 6 Runden Regen. Plus, wir können jedes Mal eine Bestie verbessern. Das heißt, meine Hoffnung ist eigentlich, die Bluthos-Karten wegzukriegen. Gibt uns relativ wenig Angriffsfläche für Regen. Necker. Kultist. Schwert. Wird wahrscheinlich unser Kelpie zerstören. Nee. Okay, danke. Wir leben einen weiteren Boten des Meeres wieder. Ja, wir haben ein bisschen zu viel Regen, ne, weil wir Rio gar nicht mehr haben. Aber ist egal. Wir haben noch den Kraken, können nochmal eine andere Reihe ziehen, haben dann noch vor 3 Runden Sturm. Werden wir auch wahrscheinlich nächste Runde dann machen. Wir haben den Kraken. Zieh dich, wir ziehen dich, wir ziehen dich. So, jetzt werden wir natürlich vorne nicht so viel Schaden mit dem Regen machen. Aber wir haben hinten den Sturm und jetzt unsere Bestien werden sich massiv buffen. Dank Kelpie. Er hätte echt Kelpie wegnehmen sollen. Okay. Das Gute ist, solange Melusine geschädigt ist, bufft Kelpie sie immer wieder hoch. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Spielen wir noch eine kleine Hafra. Jetzt kommt Ani. Oh, der Skialde, der nochmal in die Fernkampfreihe muss. Okay, Ciri kommt raus. Kelpie bufft wieder ordentlich hoch. Melusine ist schon fast wieder voll geheilt. Lippi. Okay, wir spielen hinten nochmal Regen. Nutzen unseren letzten Anführer hinten. Regen haben wir genug, Regen brauchen wir nicht mehr. Ah, können wir gar nicht. Wir können Ryogan leider nicht mehr wiederbeleben. Zweimal Goldnecker. Tötet er jetzt endlich Kelpie? Immer noch kein Kelpie tot. Okay, wir spielen erstmal verderbte Flaminka. Und jetzt eine Seeschlange. Wir holen uns den Kraken rüber. Kraken, komm. Boom, 13 Punkte. Nett. Es sind ein paar Punkte mehr, als der Gegner hatte.
Es sind ein paar Punkte mehr, als der Gegner hatte. Also ich sag mal 136 zu 56. Das war aber auch ein Spiel, wo wir wirklich alles machen konnten. Ich glaube, der weiß gar nicht, was KP macht. Ja, du solltest KP vom Feld weghauen. KP kann halt, man hat es gesehen, also wie viel hat KP gebufft? KP alleine war... KP alleine war gut. Wenn der Gegner nichts unternimmt, wenn der Gegner nicht deine Schlüsselkarten weghaut, kann das Deck halt wirklich so viele Punkte machen. Plus Krake. Wie viele Punkte waren jetzt Krake? Ich meine, wir haben mit Krake... beim Ausspielen war sie erstmal nichts wert. Dann haben wir zweimal 4 Schaden gemacht, einmal 5 Schaden. Das heißt, insgesamt waren es 13 Schaden durch den Wettereffekt. Und wir haben nochmal eine 13-Punkt-Krake bekommen. Allerdings hat die auch 3 Schaden abgefangen durch die Meeresschlange. Das heißt, eigentlich waren sie am Ende nochmal 10 Punkte. Das heißt, 23 Punkte war unser Kraken schon. Das wird eine Eichhörnchen-Meta, meine Freunde. Moin, Trigon. Okay, Block, das kann schon unangenehmer werden. Plötzlich ein Bruchheul auf der Hand. Und ein Anglerfisch. Ah, der Anglerfisch, den müssen wir in der nächsten Runde rausholen. Ich habe keine Ahnung, SSEK. Es kann sein, dass wir können auch momentan die Decks nicht teilen. Kann sein, dass das Spiel momentan abkackt, weil Erweiterung rausgekommen ist. Er mischt uns eine Karte in unser Deck. Was kriegen wir? Ah, wir kriegen den Eindringling. Also er hat uns irgendwas Schlechtes ins Deck reingemischt. Okay, Melusine. Das ist nämlich jetzt das Riesenproblem. Bei uns kommt sau viel aus dem Deck raus. Das heißt, sein Dude wird sich einfach nur extrem hochbuffen. Okay, er gibt uns eine Drohne mit 2 Punkten. Ja, der Krake ist einfach zu heftig. Hafti, der Krake ist einfach zu heftig. Decks mit Kraken kann man nicht heilen. Schichtete Waffen. Okay, Melusine ist weg. Dann weinen wir einmal. Das ist nicht schlimm, weil das war ein Token. Okay, wir gehen Kelpie. Anglerfisch kommt raus. Wir buffen die Karten hoch. Kelpie ist so eine Karte, die musst du. Aber du musst viel bei Regenskellige vom Feld nehmen. Wenn es nicht Kelpie ist, sind es Boten des Meeres. Wir hätten die hinter Kelpi spielen sollen, dass Kelpi zuerst triggert. Nutzt hinten auch nochmal einen Regen. Er tickt, meine Freunde, er tickt. Er gibt uns einen weiteren Boden des Meeres. Mein Freund, ich weiß nicht, ob du weißt, was du tust.
KP sollte. Ich will eigentlich, dass KP sich erst so verbessert, bevor ich hier nochmal einen Regen benutze. Ja. KP verbessert sich leider nicht, aber so kriegen wir KP dauerhaft hoch. Regenskellige war auch eigentlich immer ein relativ guter Archetype. Ja, er hatte seine Schwächen. Aber er konnte immer gut gespielt werden. Die Leute das ist halt das Problem. Die Leute spielen die Karten halt nur nicht. Die Leute sehen immer, das ist Meta. Wir spielen nur diese Karten. Die spielen nicht alles. Okay, Kelpie wird ja nur sich verbessern. Ich meine, C-Serpent verbessert sich um 8 Punkte, macht 3 Schaden. Schon relativ sick. Das Problem ist, wir müssen nur auch einmal Regen nachsetzen. Weil ansonsten mischt sich wieder unser Anglerfisch rein. Ich meine, was auch nicht schlimm wäre, weil wir haben noch einen Anglerfisch auf der Hand. Das heißt, selbst wenn wir einen Anglerfisch verlieren würden, wir müssten ja nächste Runde nochmal rausholen. Okay, wir passen einfach. Wenn der Anglerfisch wieder ins Deck reingeht, wir haben noch einen Anglerfisch auf der Hand, kriegen den Anglerfisch wieder raus. Und unser Gegner hat einen dicken Kartennachteil. Ich glaube, Zunge des toten Mannes reicht nicht mal aus, selbst wenn er 2-6er verbannt, weil einmal tickt der Regen noch, oder? Ah, wir kriegen minus einen Punkt noch. Ah, reicht trotzdem aus. Kelpie verbessert sich gar nicht selber? Ah, nicht ihn. Ne, Moment. Verbessert eine zufällige nicht... verbessert sich nicht selber? Verbessere eine zufällige, nicht verbesserte, verbündete Bestie um einen Punkt. Aber da zählt er sich selber nicht mit rein. Junge, Anglerfisch geht ins Deck rein. Benutze doch deinen zweiten Anführer, komm. Berechne nicht den Anglerfisch. Berechne nicht den... Er berechnet nicht den Anglerfisch! Ach nee, der geht gar nicht rein. Hä? Wieso geht... Ach, weil der Regen erst in der letzten Runde getickt ist. Get him. I can't share the decklist. Vielen Dank, Dienstfänger, für den Twitch-Sub. Okay, er hat 3 Karten weniger als wir. Der will doch jetzt nicht pushen, oder? Amt irgendwer? Er spielt weiter? Okay. Ich meine, er könnte einen Kolgrim haben. Ja, und Kolgrim ist ein großes Problem. Aber wir können Kolgrim mit Kraken verschieben. Wir haben nur keinen Leutra, um hinter einen Verteidiger zu kommen. Okay, wir müssen definitiv einen Anglerfisch reinmischen. Wir müssen definitiv einen Wächter reinmischen. Und wir fangen an. Ich denke, Kelpie ist besser als Melusine zum Wiederbeleben. Wobei Melusine gibt uns dauerhaft Regen. Lead us across wave crests. Lead us through storms. Ich denke nicht, dass er uns 4 Karten auf einmal ins Deck reinmischen kann.
stronger, and great is her power. Ein Hexer-Adept. Okay, wir werden mit Fuku Melusine mal wieder beleben. Einfach, dass wir mehr Regen für Ryogan haben. Ja, da ist der Verteidiger, ne? Okay, er benutzt den Verteidiger vorne. Kolgrim muss aber in die hintere Reihe. Was hat er vor? Ach nee, Kolgrim hat keine Reihenbegrenzung. Okay, das ist natürlich Kacke für uns. Ah, Kolgrim wird fett Punkte machen. Die Frage ist, kommen wir darüber? Nee, wir können da nur den Verteidiger ziehen. Haben wir noch einen Königsmörder? Ja. Ja, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Nee. Kriegen wir nicht mehr hin. Wir hätten Toy-Movie gebraucht für Kolgrim. Ich dachte, Kolgrim braucht immer die hintere Reihe, aber nee, Kolgrim braucht keine hintere Reihe. Kolgrim braucht keine hintere Reihe. Ja, das ist immer ein Problem, ne? Also wir haben kein Toy-Punish. Das heißt, wenn der Gegner sowas spielt, können wir verlieren. Es ist, wie gesagt, es gibt momentan extrem viele Decks, die du spielen kannst. Und selbst wenn du sowas wie Kolgrim oder Meeresgelliger hast, die sind nicht unbesiegbar. Auch wenn sie viele Punkte gegen gewisse Decks machen, sie verlieren gegen andere Decks relativ hart. So wie bei Kolgrim, ne? Kolgrim kann uns relativ gut ausbluten. Verteidiger ist echt ein Problem für Kraken. Also Kraken ist echt eine sehr riskante Karte. I forgive you. This time. Okay, wir legen Bruchholz ab. Wir legen Anglerfisch ab. Wir haben Kelpie auf der Hand. Kelpie ist echt... Also Kelpie ist Favorit bei Skellige bei mir. Kraken hat seine Schwächen. Kann eine gute Karte sein, aber weiß nicht, ob ich ihn dafür spielen würde, weil er so eine große Schwäche hat. Ich denke, Krake wird so eine Karte sein, die setzt sich nicht so stark durch. Aber Kelpie ist... Schockküssel. Die Karte ist so nice. Schon allein, wenn du Kelpie ausspielst, hast du 5 Runden Regen in unserem Deck. Das sind, wenn es wirklich komplett durchtickt, 10 Punkte. Also Kelpie ist beim Ausspielen schon 14 Punkte und dann hat es nochmal diesen extra Buff-Effekt. Wundert mich nur, dass Kelpie sich nicht selber bufft. Oh, oh, gib uns Einheiten, gib uns Renfried. Oh, nice. Ja, ich denke, du wirst besser fahren, wenn du Kraken durch Hitzewelle oder irgendeine Art von Toll Punish so ein bisschen ersetzt. Ja, die, einfach die Animation von Kelpie. Kelpie ist eine richtig geile Karte. Ich liebe Kelpie. Hat er uns reingemischt? Wir haben einen Sklaventreiber bekommen. Also die mischen meist nutzlose Karten bei uns rein. Jetzt ist nur das Problem, der wird fett Punkte machen, weil wir holen gleich einiges aus dem Deck raus. Wir kriegen noch 3 weitere Karten, die bei uns aus dem Deck rauskommen. Das heißt, der alleine macht durch uns schon 4 Punkte. Sandor ist echt nice.
Okay, ich würde sagen, wir wollen Punkte. Wir holen KP. KP verbessert sich ja nicht selber. Aber mit Melusine haben wir genug Ziele, die sich die ganze Zeit verbessern. Und jetzt kommen noch die Anglerfische raus. Jetzt hat er uns eine Drohne reingemischt mit einem Punkt. Weil wir uns so gedünnt haben. Clogging ist momentan, also viele haben ja gesagt, boah, Clog kommt wieder, so eine Scheiße, niemand will Clog sehen. Ich finde tatsächlich, die Form von Clog ist wesentlich angenehmer. Plus du machst trotzdem eine Menge gute Karten kaputt. Okay, er will Melusine infusen, was nicht geht. Melusine kann nicht infused werden. We dare not set sail without her blessing. Und wir haben jede Runde eine gratis Melusine, weil Kelpie die Karte einfach wieder hochhält. Ich find's geil, wie die Kultisten die Trommel im Beat machen. Oh, noch ein Fäulemacher. Spawn was vorne. Oh, er spawnt was vorne. Mehr Regen? Mehr Regen. Noch ein Bruder des Meeres zur absoluten Vernichtung. Und Bruchholz kommt raus. Oh, es ist so schön, wenn alles tickt. Ja, natürlich einen sehr starken Finisher, das heißt, wir wollen ihn die Runde nicht gewinnen lassen. Was wir aber auch gar nicht müssen, weil wir sind blessed. Ah, ich hätte nochmal Kultisten aktivieren können. Hier nochmal ein Regen. Vorne auch nochmal Regen. Jetzt noch eine kleine Habru. Absolute Regendominanz. Ich glaube, wir können nächste Runde auch passen. Okay, er holt sich auch eine Melusine. Aber ich denke, was wir machen ist, wir passen jetzt einfach. Weil wir machen noch ordentlich Punkte pro Runde. Bruder des Meeres macht alleine 4 Punkte, Kelpie bringt uns keine mehr. Und Melusine macht nochmal, ja gut, eigentlich macht Melusine keine Punkte, aber wir kriegen eine durch Milkkultisten. Also wir machen noch für jeden Zug, den er dran ist, 4 Schaden, kriegen 4 Punkte, kommt da nicht ran. Und jetzt haben wir eine ganz lange Runde. Anglerfische sind echt nice, einfach für das Tempo in der ersten Runde. Die sind unfassbar stark. Und geht. Okay, Sklaventreiber wollen wir nie haben. Möwe können wir ablegen. Fürstlicher Lass noch gezogen. Fürstlicher Lass ist eigentlich so eine Karte, die haben wir bis jetzt nie wirklich richtig hundertprozentig gebraucht. Das Rennfried. Wir wechseln später ein bisschen Dark Geet. Also wir werden Yen Battle Mage wahrscheinlich noch spielen, aber ich muss mit Triss noch 5 Spiele machen, dass wir alles mit ihr freischalten. Das würde ich ganz gerne erstmal machen. Danach switchen wir von mir aus zu Yen.
Aber ich brauche mit Chris noch ein Kleidungsstück. Deswegen, wir machen gerade die ganzen Triss-Sachen durch. Alsur wird noch lustig, weil Alsur habe ich nie wirklich viel gespielt. Okay, was hat unser Gegner? Füge einer Gegenstand 6 Schaden zu, Todesstoß. Spiele eine Einheit mit den Rekrutierungs aus dein Deck aus. Okay. Ich meine, er kann uns unser Kelpie zerstören. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Die Schlange kann ich mit Fürstlichen rausholen. Holy, das wird ein Match. Das wird eine lange Runde. Vor allem, er spielt auch nur ein. Er kann durch Renfri nur Einheiten spielen. Kraken wird sick werden in dem Matchup. Das vorbereitet wird nirgends erklärt. Achso, vorbereitet ist einfach nur, dass du die Karte nicht zweimal mit dem Ding anwählen kannst. Das hat den einzigen Grund. Vorbereitet hat keinen besonderen Effekt, sage ich mal. Vorbereitet ist wirklich einfach nur, du willst die Karte, die vorbereitet Karte, dass du die nicht zweimal mit Vorräten anwählen kannst. Das ist der einzige Grund an vorbereitet. Ist quasi eigentlich nur ein Schlüsselwort, was verhindert, dass du die Karte mit zweimal den Kisten anwählen kannst. Weil ansonsten könntest du ja sagen, okay, ich aktiviere mit meinen Cargos dreimal dieselbe Karte. Weißt du, dreimal wäre Nossil oder so. Das ist... Toxikologe. Die Sache ist, womit fange ich jetzt an? Ich denke, wir werden uns Melusine wiederholen. Wir werden den Regeneffekt benutzen. Wenn wir noch irgendwie Meeresbrauten dieses Deck reinkriegen könnte, wir müssen Kraken rausnehmen. Wenn wir dann Meeresbrauten dieses Deck reinnehmen, können wir vielleicht sogar Kelpie nochmal in der letzten Runde wiederholen. Mit Meeresbraut und dann Sigi. Nein, er blockiert unsere Melusine. Du Monster. Aber sein Anführer ist raus. Wir können den Kraken auch sehr spät ausspielen. Das wird nicht das Problem. Können nur nicht mehr aktuell so viel Regen generieren. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, einen Boten des Meeres nochmal rauszuholen. Aber wir haben auch nichts, was uns dauerhaft Regen geben könnte. Oder wir holen Kelpie raus. Ah, jetzt wird Dingen sowieso verbannt, oder? Ryogan? Verbann Ryogan. Tu es. Okay, Ryogan ist weg. Das ist nicht das Problem. Dann holen wir uns Kelpie mit Fuku. Benutzen wir jetzt Kraken. Hier alles nach hinten. Sturm. Bam, Punkte. Und Xavier kann uns nichts mehr aus unserem Friedhof entfernen. So, jetzt. Huku. Wir holen uns Kelpie. Und bam. Alles wieder hochgebufft.
Sogar Melusine wieder auf 16 Punkte. Boah, Kelpie ist so nice. Kelpie ist so eine geile. Ich liebe dieses Pferd. Boah, Kelpie ist so dreckig auch noch. Hat schon aufgegeben. Oh, wir hätten noch eine verderbte Flaminka. Wir hätten uns den Krag nochmal wiederholen können. Wir hätten die Möwen noch. Und die Möwen wären auch auf den Friedhof gekommen und hätten mit verderbter Flaminka funktioniert, ja. Also wenn du das Deck, wenn du wirklich nichts hast und einfach so ein simples Deck spielst, was nicht irgendwie extrem greedy ist, dann, ja. Ich meine, es ist aufhaltbar durch ein Kontrolldeck, keine Frage. Aber wenn du wirklich sowas wie Renfri hast oder so und der Gegner hat nicht so viele Kontrolltools und will einfach nur seine Punkte ausspielen, das Deck outpunktet so vieles mit den Engines. Und ich muss sagen, nach den Runden, also mir gefallen die... Hey, Macarena. Hey, vielen Dank, Seth, für den Twitch-Sub. Mir gefallen die Anglerfische extrem gut, weil sie einfach nochmal in der ersten Runde 6 extra Punkte sind und du kriegst das Leichte mit den Regen. Mir gefällt Kelpie extrem gut. Ich liebe Kelpie. Kelpie ist meine Lieblingskarte. Vielleicht sogar aus dem ganzen Set. Boah, als Kelpie gerade aufs Feld gekommen ist, es hat so viele Punkte gemacht, alleine durch diesen Sturm. Oh, Syndikat. Jetzt wird's tricky. Wir fangen an. Wollen wir ablegen. Ich glaube, wir brauchen ein Eichhörnchen her. Oh, wir haben schon wieder Kelpie gezogen. Oh, Kelpie, du bist so gut. Einsiedler würde ich vielleicht ganz gerne... Wobei, wir haben zwei Melusine-Kultisten. Wir brauchen Einsiedler nicht. Drehen für extra. Ja. Verderbte werden wir wahrscheinlich erste Runde nicht brauchen. Präas lege ich mal noch ab. Huku. Womit fangen wir an? Würde fast vorschlagen mit einem Kultisten. We dare not set sail without her blessing. Nur bei dem Board kannst du leider gar nicht so viel anklicken, ne? Also du hast die Münzen. Hier ein bisschen rascheln. Beim Pferd kannst du nichts anklicken. Du hast hier die Schatztruhe, die aufgeht. Aber ansonsten nicht wirklich sehr viel. Tunnelbohrer, oh. Melusine. Klötze will nach hinten kommen. Das ist okay für mich. Wir werfen die Möwe ab. Goldener Neckar. Direkt goldener Neckar. Es ist ein Giftdeck. Your facts, good sir, are false. Baby. Und Doppelregen, das heißt Anglerfisch und Anglerfisch. Ja, also du hast es ja auch gemerkt, ne? Also bei den Patch Notes, die sind relativ mau. Es kann wirklich sein, dass sie an Leuten sparen. Okay, er haut Melusine vom Feld. Aber Kelpie lebt noch. Und solange Kelpie noch lebt, können wir noch einiges am Punkt machen. Nimmt uns einen Anglerfisch weg.
Weil wir haben leider keine Boten des Meeres für die erste Runde. Okay, die Möwe kommt raus. Stove, die hätte ich eigentlich vielleicht ganz gerne für verderbte Flaminka auf dem Friedhof, aber mein Gott. Es ist ein extra Punkt. Möwe ist eine Ein-Punkt-Discard-Karte, ne? Also wieso willst du Tuisach Plänkler spielen? Gut, die machen mehr Punkte, wenn du eine Möwe haben kannst. Und Möwe ist noch eine Bestie. Da mischt sich ein Neckar wieder ins Deck. Die Frage ist, was spiele ich halt aus? Oder passe ich? Ich will eigentlich nicht passen. Die Sache ist, ich könnte jetzt den Kraken benutzen. Krake würde zumindest deinen Tunnelbohrer sofortig zerstören. Krake würde die Kultisten relativ gut werden lassen. Aber Krake wären auch nicht so viele Punkte wie in der vielleicht einer langen Runde. Ich meine, ich habe drei Bestien auf dem Friedhof. Das ist extrem doof, aber ich spiele die verderbte Flaminka aus. Sind 10 Punkte. Ist okay, wenn er sie vergiftet. Wir werden danach passen. Moin, Airball. Du hast direkt zu Release die Premium-Version aller Karten. Ja, ich habe ja noch genug Ressourcen. Ich bin ja nicht gerade ressourcenarm. Okay, Gift kann natürlich Probleme machen. Gift kann uns natürlich einiges an Problemen machen, aber ich denke, wir werden trotzdem die lange Runde eingehen. Eine Einheit mehr auf dem Feld für die nächste Runde, okay. Seeschlange wird sick. Zweimal Boote des Meeres. Wir haben noch ein Wiederbeleben. Wir haben Doppelwiederbeleben. Wir können uns eine kleine Hapre rausholen, wenn wir wollen. Was Besseres kriegen wir eigentlich nicht für die Hand. Ryugan ist eigentlich voll nice. Weil Ryugan, klar, der Gegner kann ihn wegnehmen, aber Ryugan ist eigentlich nur der Köder, dass wir nicht Melusine oder Kelpie verlieren. Das heißt, selbst wenn sie uns Ryugan wegnehmen, ist es nicht so schlimm. Okay, wir fangen mal mit Regen an, dass die Seeschlange sich schon verbessert. Ich glaube, ich warte noch eine Runde mit dem Kraken. Aber ich glaube, ich hole Melusine erstmal raus. Ah, natürlich kann Melusine jetzt blockiert werden. Okay. Kann ich noch eine Runde mit dem Kraken warten? Ich denke ja. Weil wir können so viel eh nicht nach hinten ziehen. Kann der Regen nochmal durchticken?
Er macht wahrscheinlich 4 Schaden, vergiftet eine Einheit. Gut, Krake. Ist es besser, Krake nach vorne und beide Verteidiger nach vorne zu ziehen? Ah, nee, ich denke, wir spielen Krake hinten aus. Und jetzt kommen die Punkte. Boom! Do not make me beg. Okay, wir spielen eine kleine Hap raus. Ich habe immer noch einen Ryogan im Friedhof. Wir natürlich furchtbar gerne Regen setzen können und da eine Menge. Frage ist, was bilde ich als Bronzekarte? Ich könnte noch mal die kleine Hafre wiederbeleben, weil vielleicht macht er sie ja kaputt. Necker. Greift die stärkste Einheit an. Erze. Kriegt nochmal eine Menge Münzen. Okay, vielleicht ist sogar Kelpi wieder zu beleben besser als Ryogan. Vielleicht ist es wirklich besser, Kelpi wieder zu beleben als Ryogan. Weil wir kriegen nicht mehr sehr viel Regen hin. Komm nur leider nicht an den Kraken ran, ne? Ah, Maral. Ah, wenn er uns auch noch den zweiten vergiftet, haben wir ein Problem. Und ich denke, er hat noch eine weitere Giftkarte. Ich meine, wir können den ersten Boten des Meeres wiederbeleben. Er muss ja nicht im Nahkampf liegen. Das heißt, ich lege den mal hinter Kelpi. Ich glaube nämlich, Kelpi triggert dann zuerst. Ja, das ist das zweite Gift. Okay, wir kommen leider nicht an den Kraken ran. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krake zerstört wird, geht wahrscheinlich gegen null dann. Seeschlange ist noch ein dicker Finisher. Die verbessert sich um 10 Punkte. Das ist eine 11-Punkt-Karte, 14 Punkte. Ich denke aber nicht, dass es ausreicht. Kalkstein. Oh. Ah, ein Punkt. Ein Punkt. Schade, das war knapp. Hätten wir eine zweite Seeschlange noch im Deck, aber ja, nee, hätten wir nicht die Provision für gehabt. Aber ich denke, Kelpi war besser als Ryogan, weil für Ryogan hätten wir nicht mehr genug Regen gehabt. Wir hätten Kelpi wahrscheinlich vielleicht sogar früher wieder beleben sollen, oder? Hat man eine Runde ohne Regen? Also wenn wir eine Runde ohne Regen gehabt haben, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich zu zögerlich war, dann war das der Grund, warum wir verloren haben. We're Skellige, and we are the perfect storm.
Gwent, the Witcher card game.